Signori, buonasera. L'Office fédéral de la culture et la Commission fédérale d'art ont le plaisir de vous accueillir cet après-midi au vernissage des Swiss Awards 2009. Cette exposition de jeunes artistes et architectes suisses est une plateforme extraordinaire au niveau international et même pays nous en envie. Ici à Bâle, la Suisse profite d'un format d'un forum exceptionnel d'échange et de visibilité des beaux-arts et de l'architecture porte à porte avec la plus grande foire internationale. Le résultat que vous voyez ce soir est un résultat d'une compétition, avec des contraintes aussi d'une compétition. Et pour la première fois, on a jugé sur une base électronique, sur des données Internet. La Commission fédérale d'art s'est donné beaucoup de la peine pour vraiment juger aussi sérieux que les autres fois. On a jugé aussi sur des dossiers imprimés. En fait, notre compétition se déroule en deux tours. Cette année, la Commission a pu faire son choix d'un nombre de 179 positions artistiques de toutes les régions du pays. 87 ont été choisies pour la présentation ici. Alors, la participation dans cette exposition est une distinction en soi. Meilleures félicitations à tout le monde qui a réussi ce deuxième tour. Pendant trois jours après, la Commission fédérale et ses experts d'architecture ont discuté sur place les 25 prix de 27 000 francs suisses. Ça arrivera dans la nouvelle loi. Pour les beaux-arts, les deux pour l'architecture et les trois pour la médiation que nous aimerions vous présenter maintenant. Nous, ce sont Marie-Antoinette Chiarenza, Künstlerin aus Zürich, Peter Hubacher, Architekt aus Herisau, Jean-Luc Manz, Artist de Lausanne, und die weiteren Mitglieder der Kommission, Henry Sachs, Künstler aus Basel, Nadia Schneider, Kuratrice au Musée d'Art et d'Histoire de Genève, Nika Spalinger, Künstlerin aus Zürich und Dozentin Luzern, Noah Stolz, Kuratore a Locarno e la Nuova Voce del Ticino, Sarah Zürcher, freie Kuratorin aus Fribourg und London, schließlich ich selbst, als Kunstkritiker und Dozent aus Bern. Die Mitglieder der Eidgenössischen Kunstkommission stehen Ihnen heute Abend gerne zur Verfügung für Diskussionen. So auch die Fachleute für Architektur, Geneviève Bonnard de Monte, Carlos Martinez aus Wittnau und Andreas Reuter aus Basel. Wir alle stehen für eine umsichtige Auswahl und eine differenzierte Jurierung der vorliegenden Arbeiten ein. Wir hoffen, es ist uns gelungen, auch dieses Jahr aus einer spannenden und großartigen Palette von Möglichkeiten diejenigen Positionen zu finden, auch neue und junge Namen zu finden, die für die Zukunft der Schweizer Kunst von Bedeutung sein werden. Ich möchte bei dieser Gelegenheit meinen Kolleginnen und Kollegen der Kunstkommission für die engagierten Diskussionen ganz herzlich danken. Die Jurytage werden zu einer persönlich bereichernden Standortbestimmung im Umgang mit zeitgenössischer Kunst. Ich hoffe, dass etwas von dieser Dynamik auch in der Ausstellung und der Auswahl spürbar ist. Lassen Sie mich aber auch danken Andreas Münch und seinem Team vom Bundesamt für Kultur, die hinter den Kulissen des kultivierten Bundesamtes große Arbeit geleistet haben, die in der Regel kaum gesehen wird. Herzlichen Dank auch Andreas Reuter für die Ausstellungsarchitektur. Die große Zahl von Eingaben, unter der sich wieder viele neue Namen finden, verrät eine Kunstszene in der Schweiz, die unterwegs ist. Die Orientierung hin zu sozialhistorisch und genderpolitisch motivierten Arbeiten oder zu konzeptuellen Auseinandersetzungen mit dem Modernismus und der Wahrnehmung
hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt, wenn auch nicht mehr so stark. Sehr persönliche Denkräume, manchmal auch sehr kryptische, werden eröffnet zu Selbstreflexion oder, Zitat, Räume denken, Zitat Ende, führen uns auch die beiden prämierten Beiträge der Architektur und die in diesem Jahr besonders hochstehenden Eingaben beim Preis für Vermittlung. Die Bedeutung der Kunstausbildungen wächst, damit aber auch deren Verantwortung, der Verschulung der Kunst entgegenzutreten. Wenn der Akademismus über Bologna Einzug hält, dann droht eine Homogenisierung auf künstlerisch hohem Niveau. Künstlerische Arbeiten bleiben komplex und irreduzibel. Sie lassen sich gerade dort, wo sie gelingen, nicht auf einen einzigen Nenner reduzieren und nicht leicht vergleichen. Insofern erleben Sie in dieser Ausstellung eine Topographie von Einzelwerken. Und doch haben wir es auch dieses Jahr wieder versucht, aus einem Schritt zurück, einer kleinen Distanz, Verwandtschaften zwischen einzelnen Positionen und Ansätzen zu erkennen. Wir haben versucht, die Preise inhaltlich zu gruppieren und nun kommen wir endlich dahin, wo der Abend führen soll, zur Anerkennung von Künstlerinnen und Künstlern, Architekten und Vermieterinnen in diesem Land. Wir gratulieren zunächst 25 Mal für die Kunst. Es gibt eine Reihe von sozialhistorisch und genderpolitisch motivierten Beiträgen, angeführt von Pauline Boudry. Marianne Flotthorn. Marina Velo-Pavajava. Julian Orloff. Eine Reihe von Arbeiten beschäftigt sich mit Reflexionen des Modernismus. Luca Frey. Christina Hemauer und Roman Keller. Sebastian Netko. Yves Mettler. Und Simone Schad. Eine Reihe von Arbeiten beschäftigt sich mit Reflexionen der Kunst, ihres Ortes, ihrer Rollen, ihrer Produktion. Ariane Handerecken, ganz herzliche Gratulation. Alexandra Navratil. Und Kilian Rüthimann.
Untersuchungen von Wahrnehmung und Repräsentation sind wie jedes Jahr auch hier wieder stark vertreten mit Stefan Burger. Claire Goodwin. Kay Lang. Adrian Missika. Katrin Sonntag. Julia Steiner. Und Marion Tampon-Lajariette. Herzlichen Dank. Schließlich haben wir auch eine Reihe von persönlichen Topografien von sehr subtilen, eigenständigen Welten. Benny Bischoff. Maya Pringold. Robert Estermann. Dagmar Heppner. Guillaume Pile. Und Lex Köttli. Herzlichen Dank. Wir kommen nun zu den zwei Preisen für Architektur. Der erste Preis für Räumedenken geht an Falt, Mike Mattiello, Frank Schneider und Cornelia Schwaller. Der zweite Preis an Beat Meyer, Reto Pedrocchi. Herzliche Gratulation. Kunst und Architektur leben von ihrer erfolgreichen Vermittlung. Das heißt, von außergewöhnlich engagierten Einzelpersönlichkeiten, die nicht nur die Produktion von Werken in engem Kontakt mit Künstlerinnen und Architektinnen unterstützen, sondern auch für deren Verständnis in Fachkreisen und in einer breiten Öffentlichkeit eintreten. Wir freuen uns, drei herausragende junge Stimmen in diesem Land noch etwas hörbarer zu machen. Alle drei schaffen es, Produktion mit Diskurs und einem sinnlichen Genuss zu verbinden. Kraut und Zucker, Reto Geiser aus Basel für die Vermittlung von Architektur. Applaus
Herzlichen Dank. Fanny Fetzer für ihre weithin ausstrahlende, mutige Arbeit im Kunsthaus in Langenthal. Und Andrea Thal, la complice des artistes et du public enthousiaste à Zurich. Tanti auguri ai laureati. Dies waren die Preise der Eidgenössischen Kunstkommission und des Bundesamtes für Kultur 2009. Ich freue mich nun, Ihnen das Wort an Toni Stoß weiterzugeben, der Ihnen die Preise des Kiefer-Hablitzer-Stipendiums vorstellt.